Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zurück zum nächsten Big Shot Interview. Dieses Big Shot Interview werde ich heute begleiten mit zwei wunderbaren Herren, die ich vorhin auch schon per Fasthandschlag, also so begrüßt habe, unten bei uns in der Immobilienzeitung. Herzlich willkommen, Herr Jens Böhnlein. Er ist Global Head of Asset Management bei der Commerzreal AG. Und herzlich willkommen, Herr Mario Schüttauf. Er ist Fondsmanager bei der Haus Invest, ebenfalls Commerzreal AG. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das ist ein Big Shot Interview. Das heißt, es geht darum, Fragen zu stellen. Also, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, stellen Sie Ihre Fragen in den Chat. Ich werde diese gerne an Herrn Böhnlein und Herrn Schüttauf dann entsprechend weiterleiten. Ich habe natürlich selbst auch ein paar Fragen vorbereitet und würde damit erstmal starten. Ich gebe mal das Wort an Herrn Böhnlein. Sie sind Global Head of Asset Management bei der Commerzreal. Wie muss ich mir das vorstellen? Ordnen Sie das bitte mal ganz kurz für mich ein. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Hallo zusammen. Also Asset Management bedeutet tatsächlich, als interner Dienstleister für den Fonds zu agieren. Wir sind diejenigen, die am Markt für den Fonds die unterschiedlichen Projekte vorantreiben, kaufmännisch wie auch technisch. Wir kümmern uns darum, dass die Immobilien in einem guten Zustand sind. Wir treiben strategische Projekte voran, wie zum Beispiel Digitalisierung und Nachhaltigkeit und sind tatsächlich ein dynamisches Duo zusammen mit dem Fonds in enger Abstimmung, um eben auch schnelle Ergebnisse zu erzielen. Herr Schüttauf, gleiche Frage an Sie. Ordnen Sie das mal kurz für mich ein, Fondsmanagement? Ja, also kurz und knapp, auch von meiner Seite, hallo. Das Fondsmanagement im Großen und Ganzen ist tatsächlich nichts anderes als der Eigentümervertreter. Wir als Hausinvest haben 800.000 Kleinstanleger und für die wir stellvertretend natürlich die Interessen wahren. Und bei 16,4 Milliarden ist natürlich sehr, sehr vieles zu tun. Und wir versuchen in dem Sinne, in der Komplexität unserer heutigen Zeit, natürlich wie so ein Zahnrad, alle Zahnräder dahingehend harmonisch zusammenzuführen, um in dem Sinne unseren Anleger, das, was wir am Jahresanfang auch versprechen, natürlich auch zu halten und den beteiligten Anlegern auch die Möglichkeit zu geben, sich mit 10 Euro an wundervollen Immobilien weltweit zu beteiligen. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie sind auch so ein bisschen quasi der Verbindungsmann zum Mieter, wie sieht da so eine typische Arbeitswoche von Ihnen aus? Ja, also die Frage müsste ich jetzt dem Jens eigentlich geben, weil der direkte Kontakt ist der Mieter oder der Kunde. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben natürlich mehrere Kundenverhältnisse. Wir haben zum einen den Anleger, wir haben den Mieter. Und für mich jetzt als im Fondsmanagement in der Arbeitswoche muss man dazu sagen, jede Woche ist anders, jede Woche ist neu. Und tatsächlich jetzt zu beschreiben, wie mein Arbeitstag aussieht, also diese Woche fängt schon mal ganz anders an als die letzte Woche. Und das liegt natürlich in der Komplexität natürlich begründet. Weil wir jetzt als Haus, wir haben ein Produkt, dieses Produkt investiert in alle möglichen Sektoren weltweit. Und das Wichtigste, was unsere Arbeit immer wiederum auszeichnet, ist, dass wir Kunden haben. Und unsere Kunden sind das Wichtigste, was wir haben. Denn nur mit unseren Kunden werden wir am Ende des Tages unseren eigenen Kunden im Fonds auch bedienen. Und um den dreht sich alles in unserer tatsächlichen realen Arbeitswelt. Herr Böhnlein? Ja, also von meiner Seite auch sehr, sehr vielfältig. Meistens weiß ich nicht so ganz genau, was die Woche bringt. Im Regelfall habe ich so ein gewisses Gefühl, was ich gerne machen möchte. Aber das ändert sich meistens schon am Montag um 11. Da muss man sich halt entsprechend drauf einstellen. Asset Management bedeutet eigentlich immer neuen Situationen gegenübergestellt zu sein. Gestern Nacht habe ich noch mit dem Geschäftsführer von einem großen Facility Management Dienstleister telefoniert, weil wir ein Thema auf einen unserer Assets hatten. Gestern habe ich mit drei Geschäftsführern von einer Anwaltskanzlei telefoniert. Am gleichen Tag habe ich noch einen Pitch gemacht mit einem Softwaredienstleister. Parallel habe ich noch drei Strategieprojekte vorangetrieben und habe mich noch um Mitarbeiterthemen gekümmert im Kontext mit Corona. Also einfach um mal so dieses ganze Gebilde aufzuzeigen. Wenn man Spaß an Vielfalt hat und auch tatsächlich Spaß an Geschwindigkeit hat, dann ist man, glaube ich, im Asset Management gut aufgehoben. Sie haben jetzt gerade ganz schön viel genannt, was da bei Ihnen auf dem Dienstplatz steht. Da möchte ich nicht wissen, wie es um die Work-Life-Balance aussieht. Obwohl, eigentlich möchte ich das schon ganz gerne wissen. Wie ist es denn bei Ihnen mit der Work-Life-Balance? Kann man da auch sagen, dass es mal vielleicht Zeiten gibt, wo Sie sagen, da ist es auch weniger anstrengend und da haben Sie auch ein bisschen mehr Luft? Also,
Ja, also ich würde sagen, das steht natürlich immer im Kontext der Situation. Die letzten Wochen und Monate waren sehr arbeitsintensiv. Das war auch, glaube ich, die Sternstunde des Asset Managements. Wer es da geschafft hat, mit seinen Mietern in ein enges Verhältnis einzutreten, der konnte eben auch sehr gute Resultate erzielen. Persönlich macht mir immer noch der Deal an Anführungsstrichen wahnsinnig viel Spaß. Ja, es ist einfach ein tolles Ergebnis, wenn man dann eben auch wirklich ein Resultat erzielen kann. Beim Thema Work-Life-Balance würde ich sagen, sind wir in der Commerz-Real sehr ausgeglichen unterwegs. Am Ende des Tages achten wir auf unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir bieten die Möglichkeit, von zu Hause auch zu arbeiten. Wir haben ein wunderschönes Büro. Ich persönlich habe auch nichts dagegen, wenn einer mal um 11 Uhr morgens kommt und sagt, ich mache jetzt einfach mal länger in die Nacht hinein. Und ansonsten würde ich aber auch sagen, ein bisschen abhängig von der Position. Also der Mario und ich telefonieren auch mal gerne zu Uhrzeiten, wo es vielleicht andere schon eher im Bett sind. Aber das hat man sich ja auch selbst ausgesucht. Ja, wir sind ja beide Herren unserer eigenen Schicksale. Und so ein bisschen Engagement, glaube ich, gehört schon auch dazu. Also ich habe in der Zeit angefangen zu studieren. Da gab es das Thema Praktikant und 8 Stunden noch nicht. Da waren es eher 16 Stunden am Tag. Das hat sich ja deutlich verbessert in den letzten 15 Jahren. Aber wie gesagt, eigenes Engagement gehört, glaube ich, dazu. Und da macht es auch Spaß. Herr Schüttorf, welche Eigenschaften muss denn ein Studierender oder ein Berufseinsteiger jetzt bei Ihnen mitbringen, wenn er ins Fondsmanagement gehen möchte? Es ist relativ einfach. Man kann das in einem Wort eigentlich zusammenfassen. Es nennt sich Leidenschaft für das, was man tut. Man soll es gerne tun. Und es ist gar nicht die fachliche Expertise, die man mitbringen muss. Wir haben das heute Morgen erst gerade eben festgestellt haben, dass wir sehr viele in einem Bereich haben, die eigentlich mit der Immobilie nur bedingt was zu tun haben. Weil das ganz Entscheidende ist, man soll es gern machen. Wenn man es gern macht, dann gibt es auch wieder wirklich eine Balance am Ende des Tages, ein ausgeglichenes Verhältnis. Und wie der Jens auch sagt, wir machen das ja freiwillig, wir müssen es nicht machen. Und was auch eine wichtige Eigenschaft ist, man sollte offen und ehrlich und authentisch sein. Ja. Das ist ein schöner Leitspruch quasi, Leidenschaft. Das habe ich selbst auch in meinen Lehr- und Herrenjahren mit an die Hand gegeben bekommen. Das heißt, you can train skills, but you can never train attitude. Und das würde ich jetzt unter diesem Motto mal sehen. Also vielen, vielen Dank dafür. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter Leitspruch. Ich habe jetzt schon eine Frage aus dem Publikum bekommen, wo ich mir nicht sicher bin, ob Sie sie beantworten können. Wissen Sie, ob im Moment gerade Praktikumsplätze im Fonds bzw. im Asset Management zur Verfügung stehen? Ansonsten würde ich die Frage mal hinten anstellen und an die Kollegen nachher weitergeben aus den Human Resources. Aber vielleicht haben Sie es ja auch im Kopf. Praktikanten, Werkstudenten sind bei uns jederzeit herzlich willkommen. Trainees sind bei uns im Endeffekt 2-mal im Jahr und da sind die Plätze limitiert. Okay, perfekt. Ja, also das ist bei uns ähnlich, das ist identisch. Also jede spontane Bewerbung würden wir uns auch anschauen und am Ende des Tages gibt es nie eine Reglementierung, sondern wenn es passt, dann finden wir auch gemeinsam den Weg. Auch wenn natürlich aktuell, das ist natürlich gerade bei Praktikanten, das ist nicht ganz einfach, weil es natürlich auch wichtig ist, dass man das Soziale miteinander pflegt, weil nichts ist schlimmer, als wenn man am Ende des Tages, ich hatte mal ein Praktikum in meiner vorherigen Studiumszeit, da durfte ich Kaffee kochen, das habe ich dann 2 Tage gemacht, bin ich wieder gegangen. Also wichtig ist natürlich, dass wir möchten natürlich den Beteiligten etwas mit auf den Weg geben, auch etwas zeigen. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass man sich auch gemeinsam austauscht und einfach da auch gemeinsam die Dinge auch teilen kann und darf. Heißt das, so wie ich das jetzt verstanden habe, Praktikumsstellen immer, Trainee-Programm, haben Sie gesagt, ist limitiert die Anzahl. Gibt es die Herbstrunde, die, glaube ich, bei Ihnen auch immer ansteht vom Trainee-Programm, wird die ganz normal durchgeführt oder wissen Sie, ob es da zufälligerweise sich durch Corona irgendwas verändert hat? Bisher nicht, dass ich wüsste, dass wir da eine Veränderung haben. Also wir führen normal durch. Wir schauen halt jetzt gerade eben, dass wir eben auch offene Stellen haben, um die Trainings auch zu übernehmen, die wir dann eben die Ausbildung hineinbringen, weil wir investieren ja auch viel Zeit in die Personen und das muss dann für beide Seiten am Ende passen. Aber wir freuen uns, wie gesagt, über tolle Bewerbungen und sind auch weiter am Einstellen und wollen eben auch ein neues und frisches Personal bei uns mit reinbringen, die einfach auch den Mindset so mit nach vorne treiben, was wir haben. Sind Sie eigentlich auch für die Matchings zur Verfügung? Also kann man auch mit Ihnen dann noch sprechen im Nachgang oder sind das die Kollegen eher vom HR?
Das sind, soweit ich weiß, Kollegen vom HR, aber am Ende des Tages, wenn ein ganz besonderer Wunsch bestehen würde, einfach dazu schreiben und dann gucken wir, ob es hinbekommen. Perfekt, dann machen wir das, sehr gut. Und ich habe tatsächlich noch eine andere Frage reinbekommen von der Unternehmenskultur. Irgendjemand hat wohl offensichtlich gesehen, Sie tragen gerade meine Sneaker im Büro. Also scheint die Unternehmenskultur bei der Commerzreal eher leger und sehr offen zu sein. Ist das richtig? So, mach du. Also ich würde sagen, wir sind eine Mischung. Wir nehmen uns, ich habe es vorhin ja gesagt, der Nahen, ich nehme uns selbst nicht so wichtig. Wir beide haben, glaube ich, sehr verantwortungsvolle Positionen in der Immobilienwirtschaft, in denen es nicht so viele Positionen gibt. Wir tragen auch einen Anzug und wenn es darauf ankommt, dann tragen wir auch einen Monk dazu oder einen Budapester. Aber wir haben auch Sneaker, weil wir einfach uns nicht so ernst nehmen. Ja, und jetzt gerade eben auch mit einem Rollout von unserem neuen Purpose, also zum Thema Nachhaltigkeit, da hat sich der Mario drum gekümmert. Das ist nämlich unser Spezialist, was das Thema betrifft. Haben wir jetzt auch tatsächlich vegane Sneaker bei uns im Haus eingeführt. Ja, wir hatten ja vorher die weißen Plastik-Sneaker, jetzt haben wir die veganen Sneaker. Und dadurch, dass wir eben auch Unternehmen wie Adidas bei uns im Haus haben, also im Fonds, haben wir auch gute Kontakte zu diesen Häusern. Zur Kultur würde ich sagen, wir sind ehrlich, so wie es der Mario gesagt hat, wir sind wirklich ehrlich. Man muss Kommunikation aber an beiden Seiten verstehen. Also man muss auch mit Kritik umgehen können, weil sonst kann man sich nicht verbessern. Wir sind, glaube ich, sehr zielstrebig als Organisation und wir wollen ganz klar unter der Top-Liga sein. Also wer bei uns ist, ist Champions League, das ist unser Anspruch und das, ja, und da wollen wir auch weiterhin bleiben. Das Verteidigen ist ja immer schwerer als das Aufholen. Das ist ein gutes Stichwort, denn ich habe hier und das, ich habe mich ein bisschen vorbereitet natürlich. Ich habe hier gesehen in der IZ-Arbeitgeberumfrage, da finde ich die Commerzreal auf Platz 10, gemeinsam mit der ECE. Das hat mich doch etwas gewundert, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil mit Sneaker im Office, ehrliche Unternehmenskultur, das finde ich seltsam. Da ist wohl irgendwie noch Luft nach oben, aber wir arbeiten daran. Vielleicht, Herr Schütterhoff, sagen Sie doch noch mal was zu diesem Nachhaltigkeits-Purpose, den Sie jetzt aufgelegt haben. Was ist denn da quasi Inhalt? Das konnte ich eigentlich so offiziell sagen, da auch in der Kommunikation. Ja, in dem Sinne, das Schöne ist ja für uns, dass wir, kommt in dem Purpose auch ganz gut rüber, dass wir halt in dem Sinne Lebensräume schaffen mit nachhaltigem Erfolg. Und Lebensräume ist halt beschreibt in dem Sinne eigentlich auch eine Situation, in der wir uns aktuell auch bewegen, gerade für unser Sondervermögen, ja, mit Immobilie. Weil Immobilie ist nicht einfach nur, Immobilie ist immer so, wir sagen ja mittlerweile auch, es geht gar nicht um die Immobilie, es geht um ein Produkt und es geht in dem Sinne auch, wir haben halt auch Nutzer, wir haben halt diese Kunden. Und in dem Sinne, das Schöne ist ja, unsere Immobilien sind ja etwas zum Anfassen. Ja, und für uns ist es halt natürlich zum einen natürlich wichtig, und man muss dazu sagen, Immobilie an sich gehört natürlich zu denen, die am meisten für dieses Thema im negativen Sinne auch stehen. Ja, und gleichzeitig wir aber auch Kunden haben, die sich natürlich dessen auch sehr bewusst sind, weil sie halt einfach nachhaltig in dem Sinne auch dieses gesellschaftliche Thema halt auch einzahlen wollen. Ja. Und sie möchten halt in Produkte investieren, wo man halt zum einen natürlich, und das muss man ganz offen sagen, natürlich auch das Geld, was man investiert, natürlich auch mehr, aber gleichzeitig mit dem investierten halt Geld auch etwas Gutes tut. Und dazu gehört es natürlich, dass wir diese Verantwortung natürlich eins zu eins für unser Haus mit übernehmen und natürlich den Nachkommen unserer Immobilien natürlich nachhaltig, insbesondere in dem Kontext natürlich CO2-Ausstoß, nachhaltig reduzieren, mit der erklärten Zielsetzung natürlich das Minimum dessen in den Immobilien den CO2-Ausstoß zu schaffen, was dann tatsächlich möglich ist. Ja, und unsere Zielsetzung ist, so wie der Jens es auch sagte, wir wollten nicht Platz 10 sein. Platz 10, das ist eigentlich, naja, wie Sie gesagt haben, das ist eigentlich enttäuschend. Ja, da ist noch viel Luft nach oben. Und unser Anspruch ist natürlich, dass wir schon natürlich auch der nachhaltigste offene Immobilienfonds aus dem West auch sein wollen. Und wichtig ist natürlich auch, es geht nicht nur um das E, es geht nicht nur um das, sondern es geht natürlich bei ESG geht es natürlich auch um das S, es geht um das G. Und hier sind natürlich auch wichtig, die anderen Faktoren in der Gesamtheit natürlich darauf nachhaltig einzuzahlen und ein rundes Bild in der gesellschaftlichen Verantwortung zu haben für uns in unserem Haus und natürlich in der Verantwortung für uns Anleger und natürlich in dem, was wir auch gemeinsam tun.
Und ich finde, das merkt man auch bei Ihnen. Also man nimmt das wirklich ernst, was Sie sagen, weil Sie sind da wirklich mit Leib und Seele immerhin dran. Sie haben das ganz am Anfang gesagt, es geht um Leidenschaft. Und das habe ich immer das Gefühl, wenn Sie was machen, dann machen Sie es zu 100% oder gar nicht. Und das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Punkt. Also ich glaube, wenn man als Bewerber bei Ihnen einsteigt, muss man wirklich komplett hinten dran stehen. Sonst passt es einfach nicht. Ne? Da muss man auch sehr ehrlich sein, wenn es nicht hundertprozentig passt, wie Sie es auch schon gesagt haben, muss man schauen, irgendwie, wo es anders hingeht. Jetzt ist durch die Digitalisierung verändert sich natürlich sehr, sehr viel jetzt im Moment gerade. Haben Sie irgendwie einen Tipp für die Bewerber? Sie merken das wahrscheinlich selber, in Ihrem täglichen Doing verändert sich relativ viel. Gibt es irgendwas, wo man sich darauf vorbereiten kann, dass man, weiß ich nicht, eher mit digitalen Produkten mit drin hat? Ich habe im Interview gelesen von Ihnen, Herr Röhlein, dass Sie gesagt haben, naja, ein Asset Manager muss eigentlich ein Alleskönner sein. Muss ich jetzt nachher vielleicht auch als Asset Manager IT-Produkte besser kennen und mich da auskennen und vielleicht auch Experte sein? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wo man als Studierender sich vorbereiten kann, irgendwie auf diesen neuen Alltag? Also das Gefährliche ist erstmal, Digitalisierung ist ja ein Buzzword. Ja? Und das ist so ähnlich wie gerade die Diskussion rund um Corona. Es gibt ganz viele einzelne Facetten. Es ist ein ganz großes Mosaik. Gleich ist es auch bei der Digitalisierung. Mhm. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man sich gezielt die Frage stellt, warum macht man etwas? Ja, wir hatten in den letzten Jahren so eine Art Goldgräbe-Stimmung im Markt. An jeder Ecke ist ein Pop-up irgendwo auf, also diese Pilze im Wald. Und alle sind zu uns gekommen und haben uns erklärt, wie denn das Geschäft wirklich geht. Aber im Regelfall wussten die gar nicht, wie die Mechanismen eigentlich von so einem Produkt auch funktionieren. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, den gesunden Menschenverstand weiter beizubehalten. Niemand muss ein IT-Software-Spezialist sein. Man muss aber verstehen, was man möchte. Also Sie wollen ja bitte eine Pizza bestellen, ja, dann wollen Sie ja auch, dass jemand die Pizza für Sie backt, aber Sie sagen, Sie hätten die gerne mit Anchovies, Tomaten und Käse. Das sollten Sie können, damit am Ende das Produkt auch passt, was Sie dann gerne verspeisen möchten. Das Gleiche machen wir auch. Ja, wir stellen uns die Frage, was sind denn eigentlich Stoßrichtungen, die wir hinein wollen? Was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung im Alltag? Also können wir Prozesse optimieren? Können wir Kosten senken? Können wir vielleicht eben auch auf Menschen in irgendeiner Form künftig verzichten? Können wir Informationen aus dem Mobil herausfinden? Und da ist es dann tatsächlich sehr wichtig, dass man sich strategisch erstmal die Fragen stellt, warum mache ich es? Was ist mein Ziel? Was will ich damit erreichen? Und nicht einfach wild auf die Sachen draus losrennt. Ja? Und Digitalisierung ist nicht das Allheilmittel dieser Welt. Am Ende des Tages ist da ganz viele, wir sagen immer, harte Kernarbeit mit dabei. Das wichtigste digitale Instrument, was ich weiterhin habe, ist das Telefon. Den Kontakt zu den Menschen herzustellen, mit ihnen zu sprechen, das muss man hinbekommen. Und da zahlt das Thema Leidenschaft von dem Mario drauf ein. Es hilft eben nicht, sich hinter einer KPI oder einer E-Mail zu verstecken, weil am Ende des Tages geht es darum, dass man mit einem Mensch zu Gesicht, in echt oder digital, wie auch immer, Telefon, miteinander in einen Dialog eintritt und das zu einem Ergebnis führt. Und das ist einfach für mich auch wichtig bei dem Thema Digitalisierung, dass man das wirklich mit Vernunft, Verstand und auch Leidenschaft macht. Und Herr Schüttorf, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie vielleicht noch einen weiteren Tipp? Ansonsten habe ich noch eine andere Frage an Sie, die aus dem Publikum kommt. Aber haben Sie noch einen Tipp für die jungen Menschen? Ja, also das ganz Entscheidende ist Kommunikation, Zuhören und letzten Endes eine gewisse Empathie und was wir immer feststellen, gerade jetzt bei uns, also wenn man natürlich jetzt sagt, ich tue mich schwer mit Kommunikation, dann ist natürlich bei uns am Ende des Tages auch schwer, weil wir natürlich sehr viele Facetten auch haben. Und was ganz entscheidend ist, wir produzieren ja bei uns im Hause nichts, sondern wir haben halt das Humankapital, deswegen spielt der Mensch für uns eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und für uns, das ist ja selbst im Einstellungsprozess, bei uns nennt sich ja Transgespräch. Es ist ja auch miteinander, das eine sind die fachlichen Skills und das andere ist auch das Miteinander. Das muss harmonieren, man muss gern miteinander arbeiten. Man muss sich einfach, vielleicht ist es übertrieben, man muss sich auch mögen. Ja? Und das muss man nach draußen ausstrahlen und trotzdem hat man unterschiedliche Verantwortung. Weil das ist halt etwas, bleibt einfach so, wie ihr seid, bestellt euch nicht, seid einfach Mensch. Ja. Und, ja. Ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage aus dem Publikum, beziehungsweise sind gleich drei. Die eine ist, glaube ich, eher von einem Young Professional. Da ist die Frage, ob Adidas tatsächlich Mieter im Hausinvest sei.
Ja, die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Ja, Haus Adidas ist Mieter in der Tauentzienstraße in Berlin und ja, wir sind sehr glücklich damit und ja. Und Also, dann. ich kann jetzt nur sagen, also ich kann jetzt wirklich sagen, wir lieben Adidas, ich liebe Adidas und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass wir Adidas als Mieter haben, aber Aber ja. dazu kommt tatsächlich, dazu kommt noch eine Frage, und zwar, ob das wirklich vegane Sneaker seien und ob die wirklich von Adidas sind und wo man die kaufen könnte. Ja, ich glaube, es gibt die nicht mehr zu kaufen, weil Nee, der Herr Schüler war einer der heute, besten Bestände in Europa. das tut mir jetzt unheimlich leid. Also wahrscheinlich in Italien und in den UK gibt es diese Schuhe noch, aber ich glaube, seit dieser Woche ist der Schuh ausverkauft. Also man Okay. muss natürlich auf das nächste Jahr warten, auf das neue Sortiment, da wird es noch einen geben. Aber man muss dazu sagen, eigentlich dasselbe ist von den veganen Schuhen sowas von überrannt worden. Ja, und da ist die Überlegung, was für einen Schuh, welchen Schuh gibt es nächstes Jahr? Da ist man natürlich jetzt nah dran, da etwas Neues zu kreieren. Aber den Schuh, den wir jetzt haben, also muss dazu sagen, es gibt noch einige, aber das ist halt so Größen, die wir natürlich, der Schuh ist mir dann auch zu groß, das muss ich ganz offen sagen. Aber der Schuh ist aus und ja, sie sind vegan. Ja. Ich würde jetzt den Schuh auch gern zeigen, aber Das sprengt das das Format. sprengt das Format. Ja. Alles gut. Also für Aber ich mich habe ich genommen, bin mit den Schuhen, ja. wenn ich noch so einen Sneaker haben möchte, am besten direkt die Bewerbung zu Commerz schicken, in der Hoffnung, dass vielleicht noch ein Sneaker irgendwo im Lager übrig ist. Das stimmt. Der Mitarbeiter, der jetzt noch anfängt, bekommt ein paar Sneakers. Sehen Sie, das ist doch schon ein überzeugendes Argument. Super. Ich habe keine Fragen mehr von meiner Seite. Ich glaube, vom Publikum her habe ich auch keine Fragen mehr. Ich habe jetzt auch schon länger die Zeit in Anspruch genommen, die ich eigentlich habe. Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr nette Gespräch. Ich glaube, die Kollegen von Ihnen sind heiß drauf, weiter Fragen zu beantworten in den Matches. Also, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, seien Sie fleißig. Suchen Sie bei der Commerzreal. Es gibt genügend Einstiegsmöglichkeiten, wie Herr Schüttorf und Herr Böhnlein gerade wirklich nochmal auch erwähnt haben und auch beschrieben haben. Dementsprechend vielen, vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Vielen, vielen Dank an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Danke. Tschüss. Ciao.